ThyssenKrupp ist ein Technologiekonzern. ThyssenKrupp ist ein Konzern, der von Ideen lebt, von Innovationen, von Wissensaustausch, von Dialog. Und diese Schlagwörter, die wollte man in der Architektur auch wiederfinden. Und wenn wir jetzt auf den Sonnenschutz schauen, dann haben wir hier eine weltweite Produktneuheit, die eben diesen Innovationswillen von ThyssenKrupp zum Ausdruck bringt. Man sieht das, wenn man die Fassade betrachtet. Sie ist ja sehr aufwendig konstruiert. Der Sonnenschutz hat ein großes Gewicht, der hängt an Konsolen. Die Konsolen sind wiederum verankert in den Stahlbetondecken. Das Intelligente daran ist, dass er eben im Gegensatz zu herkömmlichen Lamellen-Raffstores die Sicht nach außen nicht einschränkt und damit natürlich auch im umgekehrten Sinne das natürliche Licht von außen nach innen reinbringt, obwohl eine Sicherung der Sonnenschutzfunktion vorhanden ist. Und das geschieht eben dadurch, dass der Sonnenschutz in der Lage ist, dem Sonnenstand nachzufahren, sich zu drehen. Es gibt meines Wissens kein Hochhaus, das einen beweglichen außenliegenden Sonnenschutz hat. Aber was ist, wenn die Sonne nicht scheint? Das ist ja das entscheidende Problem gewesen. Und ich weiß noch, als wir die ersten Ideen gezeigt haben, hier an unserem Auftraggeber, da war das die Kernfrage. Man wollte nicht in Räumen sitzen, wo man dann durch so, in Anführungszeichen, Schießschachten oder durch so Gitterstrukturen durchschaut. Man musste zunächst mal aussortieren, wer kann das und wer kann das nicht. Man musste das Risiko absolut minimieren. Von daher waren die Referenzen schon mal wichtig, die Firmen mitbrachten, die sich beworben haben. Aber es war natürlich auch wichtig, schultern die das. Ich hatte also, als ich die Firma Frehner und Reifer gesehen habe, wie sie aufgetreten ist, eigentlich sofort das Gefühl, dass die das richtig in den Griff bekommen. Ja, wir haben als Architekten eigentlich von Anfang an großes Vertrauen gehabt. Das lag aber auch daran, dass die Firma schon zuvor auch mit renommierten Architekten außergewöhnliche Projekte umgesetzt hat. Vielleicht war es auch ein Kick für ThyssenKrupp, immer wieder dran zu bleiben, weil man gemerkt hat, Mensch, wir sind in der Lage, auch einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Und das ja nicht nur in der Lieferung des Rohmaterials, sondern auch in der Umformung der Lamellen, in dem Schliff der Lamellen. Und insofern kann ThyssenKrupp natürlich dann auch stolz darauf sein, dass sie so ein Produkt hier hingestellt haben. Da wir es zunehmend mehr mit Spezialwissen, gerade im Fassadenbereich, zu tun haben, müssen wir als Architekten irgendwann auch mal sagen, da brauchen wir professionelle Unterstützung. Und die hat die Firma Frehner und Reifer geliefert. Und ohne das wäre es einfach nicht gegangen. Also der Begriff Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Wir müssen etwas für die Menschen schaffen. Und ich glaube, das war auch das Ziel, dass da etwas Besonderes entstehen sollte, dass man diesen Eindruck nachhaltig mitnimmt, dass einem ThyssenKrupp mit dem Bild, was man gewonnen hat, in Erinnerung bleibt. Und ich denke, das sind Überlegungen, die sich wirklich langfristig lohnen und auch bezahlt machen.